Die Neuenheimer sind sauer. Durch den Ort bei Ellwangen im Ostalbkreis soll nach aktuellen Plänen schon bald eine zusätzliche 110 Kilovolt Leitung gelegt werden. Dagegen hat sich längst eine Bürgerinitiative gegründet, um genau das zu verhindern. Sebastian van Eek hat sich für uns in diesem rund 1000 Einwohnerdorf einen Eindruck verschafft. Sie lassen sich nichts mehr gefallen. Die Neuenheimer haben es satt. Schon gefühlt immer verläuft eine Stromtrasse quer durchs Neuenheimer Wohnzimmer. Jetzt womöglich bald eine weitere 110 Kilovolt Leitung. Eine Horrorvorstellung. Gerade auch für Ernst und Anna Gut, die einen der Masten ja quasi schon immer direkt vor ihrer Nase stehen haben. Für uns macht es wahrscheinlich nicht mehr viel aus, aber die Kinder und Enkel und die zukünftigen Generationen, die da wohnen werden. Und wenn einmal die Leitung da oben ist, dann wird sie wahrscheinlich die nächsten 50 Jahre nicht mehr abgebaut. Und deswegen wehren wir uns halt dagegen. Einer, der sowieso nicht mehr so viel auf das gesprochene Wort gibt, ist Thomas Rinn. Denn schließlich wurde ihm damals beim Hausbau versprochen, dass die Leitung nicht über sein Wohnhaus geht. Doch jetzt könnte es doch so kommen. Bei den Baugenehmigungen ist mir halt nur ein gewisser Bereich erlaubt worden zu bebauen, weil alles andere könnte zu gefährlich sein wegen der Stromleitung. Wie wäre das jetzt, wenn jetzt noch was hinzukommen würde? Ja gut, dann mein Wohnhaus, der dann direkt unter der Leitung steht. Und damals ist es mir ja nicht erlaubt worden, oder hat gesagt, es ist verboten. Haben Sie jetzt speziell Angst davor, dass es passieren könnte? Eigentlich schon. Eines ist also sicher. Neuenheim hat die Stromtrasse über Nördlingen, Ellwangen und Goldshöfe satt und will sich dieses Mal, so viel ist klar, nicht einfach abspeisen lassen. Ja, die unmittelbar Betroffenen haben wir jetzt eben schon gehört. Die Frage ist, was sagen denn die übrigen Einwohner von Neuenheim im Ostalbkreis? Das Problem ist eigentlich die einzige Ortschaft hier im Bezirk, wo es eigentlich direkt durch die Ortschaft geht. Und man sieht es eigentlich hier ganz vor Ort, direkt an die Wohnhäuser dran. Sage ich mal, ist eine Belastung für die Leute hier, die hier wohnen. Denn die Strahlen sind natürlich auch nicht gesundheitsfördernd, sage ich mal, sondern eher gesundheitsschädlich. Also in der heutigen Zeit sollte das nicht mehr stattfinden. Oder halt Zeit, also Hochspann, ist ja, ich wohne am nächsten Master da unten, da so eine Starkstromleitung noch übers Haus geht. Die Leitung geht ja von Ellwangen bis Nördlingen. Neuenheim ist da als einziges Dorf noch richtig über das Dorf betroffen. Bis Nördlingen rein ist nicht mehr. In Bayern wird auch nur noch über Ortkabelung geschätzt, auch über das freie Feld. Es ist sehr laut im Winter. Und vor allen Dingen die Vögel, die hier oben am Mast sitzen, die fliegen drüber. Ich habe dieses Jahr schon mal die ganze Hauswand putzt, weil die Öfer hier alles abwerfen. Das kann man letztendlich auch umgehen. Heute wird so viel Geld für Konzerne, für Umbauten oder andere Dinge ausgegeben. Und da wäre es eigentlich auch wichtig, dass man hier Rücksicht nimmt.